Die Überzeugungsprinzipien sind eine Reihe von psychologischen Regeln zur Beeinflussung anderer. Ursprünglich waren es 6. Reziprozität, auch Gegenseitigkeit, Knappheit, Autorität, Konsistenz, Sympathie und Konsens. Später wurde ein 7. Prinzip hinzugefügt. Das 1. Prinzip ist die Reziprozität, also Gegenseitigkeit. Es besagt, wenn du jemandem etwas gibst, wird er dadurch offener dafür, von dir beeinflusst zu werden. Das liegt daran, dass wir nicht gerne das Gefühl haben, jemandem etwas zu schulden. Wir wollen uns also revanchieren, um unsere soziale Schuld zu tilgen. Das 2. ist Knappheit. Wenn Menschen etwas als selten oder begrenzt wahrnehmen, werden sie empfänglicher für Beeinflussungen. Der Grund dafür ist unser Wunsch, das zu besitzen, was andere schätzen. Und die Angst, etwas zu verpassen. Das veranlasst uns, schneller Entscheidungen zu treffen. Das 3. Prinzip ist die Autorität. Wir vertrauen oft mächtigen Menschen und ihrem vermeintlichen Fachwissen. Vor allem in unsicheren Situationen, wenn wir keine Orientierung haben und die Hilfe einer anderen Person benötigen, suchen wir deren Führung. Sie treffen dann die schwierige Entscheidung für uns. 4. Beständigkeit. Wir neigen dazu, Handlungen zu vollziehen, die mit unserem bisherigen Verhalten übereinstimmen. Das liegt daran, dass wir unsere Handlungen mit unseren Erwartungen abgleichen. Um jemanden zu beeinflussen, frag zuerst nach kleinen Gefallen und später nach größeren. Der 5. Punkt ist Sympathie. Wir sind eher bereit, Ja zu Menschen zu sagen, die wir mögen. Um gemocht zu werden, finde gemeinsame Interessen, sei freundlich und mache echte Komplimente. Der 6. Punkt ist der Konsens. Der Mensch ist von Natur aus sozial. Wir wollen uns der Gruppe anpassen. Soziale Bestätigungen können daher Menschen dazu bringen, sich für etwas einzusetzen, das sie sonst anzweifeln. Der Psychologe Robert Cialdini, der die 6 Regeln aufgestellt hat, fügte später noch eine weitere hinzu. Die Einheit mit anderen. Demnach werden Menschen stärker von denen beeinflusst, die ihre Überzeugungen, Werte und Erfahrungen teilen. Glaubst du, dass du die Grundsätze verstanden hast? Dann schauen wir uns Jane an, eine junge Unternehmerin. Nachdem sie diese Regeln kennengelernt hatte, gründete sie ein erfolgreiches Limonadengeschäft. Sieh dir ihre Geschichte an und versuche uns zu sagen, welche Prinzipien sie in welcher Reihenfolge anwendet. Um ihr Unternehmen zu gründen, braucht Jane zunächst eine Finanzierung. Zu diesem Zweck bietet sie potenziellen Investoren kostenlose Proben an. Als sie später ihre Geschäftsidee vorstellt, sind diejenigen, die ihr Produkt probiert haben, nun eher bereit, ihr zuzuhören. In der ersten Woche ihres Bestehens produziert Jane gerade so viel, dass sie einige Kunden zufriedenstellen kann, tut aber so, als ginge ihr die Ware aus, bevor alle das bekommen, worauf sie gewartet haben. Auf diese Weise schafft sie ein Gefühl der Exklusivität. Jane fängt an, ihre Top-Kunden zu präsentieren, ermutigt zu positiven Kritiken, lädt wichtige Persönlichkeiten zu einem Besuch in ihr Geschäft ein und eine lokale Band, um sonntags zu spielen. Sobald ihre Produkte beliebt sind, können die Kunden nicht genug davon bekommen. Um sicherzugehen, dass sie niemanden verliert, verteilt sie Pappbecher an diejenigen, die in der Schlange stehen. Diejenigen, die den Becher nehmen, warten dann eher auf das, wofür sie gekommen sind. Trotz all dieses Erfolgs wird Jane ausgelacht, als sie versucht, ein Sparkonto zu eröffnen. Also tut sie sich mit ihrem Lieferanten zusammen, um vertrauenswürdig genug zu erscheinen, um den Job zu erledigen. Um ihr Geschäft zu stärken, hört Jane ihren Kunden zu und zeigt Interesse an der Gemeinschaft. Dadurch fühlen sich die Menschen mehr mit ihrem Unternehmen verbunden und bleiben ihm trotz der Konkurrenz treu. Sag uns in den Kommentaren, welche der 7 Prinzipien Jane angewandt hat und in welcher Reihenfolge. Wenn diese Ideen nicht ausreichen, um den gewünschten Erfolg zu erzielen, gibt es noch einen letzten Ratschlag von Cialdini. Wenn wir jemanden bitten, uns einen Gefallen zu tun, sind wir erfolgreicher, wenn wir einen Grund angeben. Selbst wenn der Grund völlig unvernünftig ist. Was denkst du? Hilft es dir, dich gegen Manipulationen zu wehren, wenn du diese Regeln kennst? Und ist es moralisch vertretbar, sie für deinen persönlichen Vorteil zu nutzen?
Schreib uns deine Meinung in die Kommentare unten.